Hallo und guten Tag auch meine lieben Freunde und willkommen zurück zu The Witch in a Hundred Night. Folge 50, 60. Irgendwie so in dem Rahmen sind wir. So. Seid ihr bereit? Gut, dann können wir weiterspielen. Also. Das ging hinunter. Ah, okay, jetzt verstehe ich die Connection. Da kommen wir dann auf der anderen Seite raus. Oh Gott, es wird so schlimm. Wir können nämlich hier auch noch irgendwie das Wasser ablassen da. Verdammt, und mein Mikrofonständer, der steht nicht mehr. Er will die ganze Zeit umkippen und ich weiß nicht wieso. Okay, dann gehen wir hier gleich mal runter. Ja. Wie ich vermutet hatte. Haben wir das Wasser abgelassen. Okay, wir haben schon noch Platz für ein paar Steine. Okay, hier ist schon wieder zu. Müssen wir erst eine neue Treppe finden. Scheiß, wer dieses Schloss entworfen hat. Der hat aber auch irgendwie nicht ganz mitgedacht, oder? Stell dir mal vor, du musst irgendwie eilig eine Nachricht ins Schloss bringen, bis du dich hier erstmal durch die ganzen Türen und Hebel und Ebenen und Treppen und Wasser ablassen durchgekämpft hast. Die Information, die du liefern willst, schon alter Hut von gestern. Stell ich mir gut vor, wenn irgendwie so eine Zeitungsbote oder so dann die Zeitung von vor einer Woche anbringt. Weil er eine Woche gebraucht hat, um sich durchzukämpfen. Ach, Scheiße. Bye.
Sensipedes Death. 11. Ich muss das Wasser dann auch wieder einschalten, damit die Brücken, die unten liegen, damit die wieder hochkommen und ich drüber kann. Ja, bisher ist es noch recht übersichtlich. Genau da, das müsste der Hebel sein. Ohne Scheiß hier, die Aussage, hurry and get the crystal to Metalia at her own execution. Und ich brauche hier erstmal 5000 Tage. Ohne Scheiß. Komme ich dann irgendwann bei Metalia an? Haben sie schon enthauptet, schon beerdigt? Alles schon erledigt? Ich komme an und sage, hey Leute, guck mal, ich habe den Kristall. Moment. Ja, genau, da oben habe ich noch eine Treppe. Da ist auch noch eine Treppe. Da ist nichts. Die Musik erinnert mich. Mal kriege ich den Satz auch zu Ende. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Castlevania-Musik. Wenn man irgendwie sich so durchs Schloss von Dracula kämpft. Die Musik erinnert mich total dran. Ach du Scheiße, ich habe die Pendel aktiviert. Oh Gott. Ja, ich weiß, meine Punkte, meine Giga-Cores laufen mir gleich aus. Ich muss unbedingt wieder ein paar Ritter essen. Lecker Ritter. Nom nom.
Mann. Scheiße, ich bin einfach zu stark. Verdammt, ey, wirklich jetzt ohne Scheiß, kurze Pause. Ich muss den hier mal vernünftig hinstellen. So. Ich hoffe, er bleibt jetzt stehen. Zum Glück lebt er noch. God damn it. Mein Bauch, der ist gerammelt voll. Okay, dann benutze ich ein Item. Genau, hier, Bowl. Bowl, dump. Und schon haben wir wieder Platz ohne Ende in der fetten Wampe. So. Hier werde ich helfen. Oh, scheiße. Nein, du solltest sie noch essen. Na gut, dann holen wir uns noch einen. Scheiße. Okay, da hinten sind ganz viele. Verspeisen. Aber ich kann eh nur noch einschlucken. So. Und das führt hierhin. Genau. Die Treppe hoch ist die hier. Diese Treppe runter ist die hier. Diese Treppe da, die bin ich noch nicht gegangen. Die sollte ich mir... Das machen wir mal. Gibt's hier geile Belohnungen? Nee, gibt's nicht.
Okay, jetzt gehen wir wieder die Stufen hoch. Wir sind jetzt einmal die Treppen hochgegangen. Jetzt gehen wir nochmal die Treppen hoch. Hallo, ich sehe nichts. Die Kamera ist auch... Gerade in diesem Dungeon ist es... Scheiße ohne Ende. Das ist alles. Ich sehe doch, dass da hinter diesem Banner ist entweder eine Tür oder sowas. Irgendwas ist dahinter. Unter den anderen Banners ist nämlich nichts. Nur hier unter der, hinter der Mitte. Da ist irgendwas. Kommen wir wahrscheinlich später nochmal hin. Okay, jetzt müssen wir wieder runter in den Keller. Die Tür ist noch nicht offen. Ja, wir müssen runter in den Keller. Wir alten Kellerkinder. Na halt. Wenn wir schon mal hier sind. Damit wir noch ein Weilchen länger durchhalten. So. Jetzt lass mich mal... ja genau, das ist die Brücke. Genau, wir haben die Pendel, haben wir aktiviert. Die schwingen da drüben jetzt. Jetzt müssen wir aber erst wieder das Wasser... aufsteigen lassen. Genau, denn dann haben wir Zugriff auf da drüben. Da kommen wir dann da hinten weiter. Da kommen wir dann darüber. Hier wahrscheinlich nicht. Da oben müssen wir ja nicht mehr hin. Die Pendel schwingen schon. Genau, hier geht es dann nur. Und da. Da ist die Tür gewesen. Stimmt. Bin ich denn da hinten nicht weiter? Hä? Ah, das Wasser ist schon wieder da. Habe ich das gemacht? So, genau, sage ich doch. Die Pendel schwingen. Arschloch. Aber ist ja kein Problem. Wir haben ja hier Greener Spirit. Nein, jetzt ist die Tür nicht. Oh, fuck. Oh.
Mann. Ist aber auch pervers. Okay. Da macht es noch keinen Sinn, da lang zu gehen. Nee, das Wasser muss ich nicht ablassen. Ich brauche es ja gefüllt. Nein, ich wollte dich essen. Ach Mann, ey, jetzt bin ich viel zu stark. Okay, da, hier. Hier gibt's was zu futtern. Mann, so viele Gegner. Ich kann doch nicht. Jetzt, lass dich essen. Wow, Jungs, ihr könnt euch wieder beruhigen. Verdammt, mein Arm fällt mir gleich ab, wenn das so weitergeht. Ich verstehe. Von hier aus könnte ich mit meinem Wurfmesser das Wasser wieder absenken. Aber wieso sollte ich das... Ah, weil ich jetzt auf der Rückseite von der Tür bin. Okay. Ja klar, das macht Sinn. Bye.
Okay, der Hebel wird jetzt wahrscheinlich die Tür bei den Pendeln öffnen. Und hier kriegen wir wieder eine Lanze. Genau. Jetzt darf ich mich wieder mit den Pendeln rumärgern. Ach nee, scheiße, die Pendel kann ich nur erreichen, wenn ich... Oder? Nee, geht von hier auch. Ach nö, oder? Okay. Mann, Leute, macht mich nicht schwach hier. Da sind wir jetzt schon mal im Keller und dann geht jetzt die Treppe noch weiter runter. Ich glaube, es hackt. Gefängnisruinen, na super. Okay. Ah, halt, stopp. Hm.
Oh, stimmt. Ich habe ja Equipment. Fox Shroud. Ja, 900. Das ist zu minimal. Was? Meine Wampe ist voll? Okay. Wir haben ja noch ein paar Bowls. So. Und hier haben wir das Hebelchen. Oh, 1000 Meilen von mir entfernt.
Ihr könnt mir glauben, das geht dermaßen über die Arme. Es tut schon echt weh. Wenn Videospiele wehtun, dann ist es wirklich schlimm. Okay, ich habe noch 10 Punkte, da kann ich mir auch noch... Kurzer Räusper, wenn meine Stimme gleich den Geist abgibt. So, jetzt lass mich mal hier kurz artikulieren. Ich muss da unten, muss ich noch hin. Wieso ist denn das jetzt so? Wir haben keine Musik mehr. Jetzt haben wir dieses Geisterflair-Ding. So. Nur weil ich eine Pille gefunden habe, oder was? Okay, wie komme ich denn da hin? Das ist komplett versiegelt. Da unten die Kiste, die will ich mir noch holen. So, der letzte Bauchstein. Bin ich gespannt, gibt es dafür eine Trophäe? Also wenn, dann wird es jetzt nicht angezeigt, weil ich die Trophäen deaktiviert habe. Aber wir haben unseren Bauch vollständig abgegradet. Ich muss da hinten. Da hinten geht's weiter. Leck mich am Eimer, sag ich da nur. Warte mal, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ich muss dazwischen, muss ich rein. Oh, halt, stopp, der hat das verloren.
Na, ah, schon wieder eingepennt. Okay. Noch nach oben. Great Fox Shroud 11. Kann ich doch bestimmt schon ausrüsten, oder? Und mal hoffen, dass das besser ist. Great Fox 996 und episch! Jawoll ja! Huh.
keine Ahnung, wo ich hier überhaupt jetzt noch bin. Wo ich überhaupt hin muss. Ah, okay. Durch diese ganze Scheiße haben wir jetzt durchgekämpft. Und jetzt kriegen wir die Treppe nach oben. Aber wo will ich denn dann da rauskommen? Gott im Himmel. Das ist doch jetzt keine Sackgasse hier, oder? Das gibt morgen ordentlich Muskelkater. Oh. Ich wünschte wirklich, es gibt für die PS4 so ein Gamepad mit so einer Turbo-Taste. Oh, das wäre so super. Das ist auch so krampfig. Aber okay, jetzt haben wir wenigstens hier den Durchgang. Kann ich jetzt eigentlich wieder zurück zur Pillar latschen? Wobei, wir haben noch ein bisschen was. Okay. Dann nutze ich doch mal meine Geocall-Punkte. Drücke auf Pause und würde sagen, meine Freunde der gepflegten Hexenjagd, also das für diese Folge auch schon wieder gewesen ist. Machen wir es kurz. Ich sage danke für eure stille Anteilnahme und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, wie immer, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.